Sie alle müssen im Gefängnis für ihre Taten büßen. Die 5 Angeklagten im Alter zwischen 17 und 24 Jahren. Die kürzeste Haftstrafe 3 Jahre und 9 Monate, die längste 6 Jahre und 3 Monate. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die jungen Männer aus Essen, Gelsenkirchen und Wuppertal mehrere Schülerinnen unter einem Vorwand in ihr Auto gelockt, bedroht und an einem abgelegenen Ort vergewaltigt haben. Die jüngste von ihnen gerade mal 16 Jahre alt. Nur eines der Mädchen hatte die Kraft, sich im Gerichtssaal seinen Peinigern zu stellen. Ihr Anwalt sagte während des Prozesses: Es ist ihr wichtig, dem Täter in die Augen, den Tätern in die Augen zu sehen. Und wir erhoffen uns hier eine harte Strafe, die sicherlich auch Signalwirkung haben muss für künftige Täter und abschreckend sein muss. Er war offenbar der Lockvogel der Gruppe, Dean Martin L., ein Teenie-Schwarm. Der Fußballer gaukelte den Mädchen Interesse vor, verabredete sich mit ihnen zu einem Ausflug. Doch ließen sie sich darauf ein, schnappte die Falle zu. Freunde von ihm stiegen mit ins Auto, nahmen den Mädchen die Handys ab, vergewaltigten sie stundenlang. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nutzten sie die Schutzlosigkeit der Mädchen auf perfide Art und Weise aus. Das Erschreckende, möglicherweise hatten die jungen Männer kriminelle Vorbilder in ihren eigenen Familien. Vor rund 30 Jahren sollen mehrere ihrer Verwandten ebenfalls wegen Gruppenvergewaltigungen verurteilt worden sein.